Guten Morgen, wir sind aufgestanden. Gleich Würstchen kochen mit Brot. Dann Kaffee machen, Zähne waschen, Sachen zusammenpacken. Und dann Wanderung Tag 3 Start kommt. Würste werden gekocht. Das ist unser Frühstück. Und das da hinten, das ist diese Aussicht. Aufstehen mit Ausblick. Mit Vollfettberglandschaft. Das Kaffeewasser ist warm. Kaffee ist fertig. Noch ein bisschen heiß, aber trotzdem. Kann ich jedes Mal betonen, Kaffee in der Natur zu saufen ist geil. Es hat schon was. Die Sachen sind gepackt. Und jetzt Wanderung Tag 3 Start kommt. Wir laufen jetzt bis zur Knorrhütte oder wie das heißt. So, wir sind gestartet. Aber das fängt schon mal gut an. Fressen gefunden. Da hinten, da läuft blaues Wasser aus. Das ist sauber. Diese Flüssigkeiten, die fließen da rum. Guck mal, da wo die ganzen Leute da vorne sind, da müssen wir mit Beinen hochlaufen. Und den voll Fettgepäck. Es wird gleich ein Weg mit Schwierigkeit schon wieder. Erstmal pausieren. Ich habe das Gefühl, dass mich gleich der Wolf ein bisschen fresst. Und dass das so langsam anfängt, mich zu fressen. Und damit das weniger wird, mache ich hier so ein bisschen Wolfverteidigung drauf. Es wird gleich brennen auf jeden Fall. Diese Angefressenheit von Wolf. Scheiße. So, ich habe gerade Wolfverteidigung gemacht. Und jetzt lasse ich das noch 5 Minuten einwirken. Und dann weiter zu gelaufen nach da oben hin. Dann Kopf kämpfen. So, schon wieder Pause. Guck mal, da unten, da wo dieser Fluss ist, keine Ahnung, ob ihr das seht. Ah, da unten, wo dieser Fluss rumfließt, da aber auch Trinkwasser wieder rausgeholt. Da habe ich Vorverteidigung gemacht. Und dieses kleine Stück mit diesem Vollfettrucksack, mit schwer dran, das ist schon was. Da sind schon wieder ganz viele Öltropfen vor mein Gesicht runtergefallen, auf die Erde drauf. So, jetzt weiter zu gelaufen. So, wir machen jetzt schon wieder hier Pause. Weil das ist voll hier, Hochanstieg. Was man von da ganz unten irgendwo hier hochgelaufen ist. Gut, hier sind diese Bäume im Weg. Aber genau dahinter, von dahinter sind wir von da unten hierher gelaufen. Und wir haben jetzt noch 1,58 Kilometer ungefähr. Bis zu dieser Knorrhütte. Und ja. Und hier. Gleich jetzt noch weiter hier hochlaufen. Noch mehr Weg mit Schwierigkeit. Guck mal, wir haben hier Flüssigkeiten gefunden, die hier am Fels hier rumtropfen. Und weil es bei uns so ein bisschen an Wasser mangelt,
Haben wir hier eine Tasse hingestellt und lassen das so ein bisschen füllen. Damit man so ein paar Schluck trinken kann. Die Tasse ist ein bisschen aufgefüllt mit diesem Felswasser. Jetzt prüfen, wie das schmeckt. Schmeckt eigentlich total wie richtig gutes Wasser. Und schön kalt und so weiter. Hat ziemlich felsiger Geschmack. Solche Steine irgendwie, aber da kann man trinken. Hier vorne fließt noch mehr Wasser. Und hier sieht das so aus, als wenn das noch schneller gehen würde. Als da unten unter diesem Fels. Unter diesem Berg. Klappt. Wird immer voller und voller. Sehr gut. Währenddessen ich die Wasserflasche komplett voll fülle. Gucken wir uns die ganze Zeit diesen Ausblick hier vorne an. So, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Helmut läuft die ganze Zeit in Crocs rum. Ja, in diesen ganz offenen Schuhen hier. Nasse Schuhe, ja. Richtig nass und versifft. Guck mal, wie die versifft sind. Außerdem sind meine Fußnägel sind die komplett schwarz. Ey. Ich habe die noch nicht gebürstet und schön gewaschen mit meiner Nagelbürste. Ey. Das hört sich gut an. Ja, ist schon durch den Schweiß ist schon sauber geworden. Ja, ja. Das hier. Es ist immer noch ein Weg mit Schwierigkeit. Es sind überall ganz viele Steine und so weiter. Was mir die ganze Zeit mit diesem Weg mit Schwierigkeit, wo ganz viele Steine und so weiter sind, nach hochlaufen. Zur Knorrhütte. Ein ganz weiter Weg mit Schwierigkeit. Mit richtig leichter Ausrichtung kein Problem. Aber mit dieser Vollfetttasche. Boah. Das ist schon sportlich. Von da unten sind wir hochgelaufen. Und jetzt die letzte Vollschwersteigung hier. Da muss man hier rumklettern mit Füße und Hände. Da oben, wo die Schafe sind, etwas weiter, sollte diese Knorrhütte sein. Wenn wir da angekommen sind, dann gibt's endlich Bier. Zum Bier trinken. Guck mal, da hinten, da ist voll cool Aussicht. Und von dort unten kamen wir hier hochgelaufen. Hier vorne sind Schafe, die fressen Gras. Und da oben, wo das Gebäude ist, da ist diese Knorrhütte, wo man Bier und noch mehr Sachen kaufen kann. Und ich mache jetzt hier vorne die letzte Sitzpause, bevor wir dann weiter noch da ganz oben hingehen zur Knorrhütte, um dort Bier zu trinken. Junge, sind die gierig. Ich glaube, die haben hier meinen verschwitzten
ölgefetteten, mit Salz belagerten Schweiß gerochen. Und wollten das erfressen. So, wir sind jetzt in dieser Knorrhütte angekommen. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Prost. Ja, auf dieser Knorrhütte, hier auf dieser Knorrhütte, da machen wir Bierpause. Und mit Essen. Nudel Bolognese. Ja, aber vorher müsst ihr ja einchecken. Nee, wir checken nicht. Ja, ja. Nee, wir kommen nicht. Ja, hier, guck mal, Wolkenkratzer. Hier, die gasförmige Flüssigkeit schleift rum. Dran vorbei. Und da ganz hinten auch. Und auch da hinten. Guck mal, immer mehr Wolken kommen. Hier ist richtig hier Wolkenkratzer. Oh Scheiße, ich habe Bierausscheidung gemacht. Egal, der trägt die Hose mit. Es kommen immer mehr Wolken und guck mal, es regnet langsam. Langsam tropft das. Vielleicht kommt gleich richtig Starkregen. Prüfen, ob das kommt. Wir haben hier auf diesen Tisch Tarp hingestellt. Damit wir uns dann da drunter setzen können, wenn noch mehr Regen kommt. Wisst ihr, warum wir diesen Tarp hier aufgestellt haben? Und zwar nicht unbedingt, um jetzt bei dem Wetter hier drunter zu laufen, sondern hier, weil Helmut ein Videoprojekt hat. Er möchte ein Kochvideo machen. Genau. Gehirngulasch. Das machen wir dann hier unter diesem Tarp, damit wir trocken bleiben. Und extra damit das von Wetter her scheiße aussieht. Deswegen haben wir das so gemacht. So, wir sitzen jetzt gerade hier in diesem Tarp rum. Und jetzt gibt's hier Gehirngulasch. Mit Spaghetti. Das wird gekocht und das, dann fressen wir das. Auf Ex. Aber so richtig. Es regnet. Es kommt Flüssigkeit runter. Da spritzt drauf. Ich glaube, das hört man. So, dieser Tarp hier vorne, was wir aufgespannt haben und wo die ganze Zeit jetzt Regen drauf, diese ganzen Flüssigkeiten vom Himmel runterfallen und da drauf klatschen, wo das von den Wolken runterkotzt, das ist dieser 3x3 Meter Tarp, was ich mal gekauft habe und was ich bei der ersten Tarp-Übernachtung benutzt hatte. Voll gutes Tarp, bis jetzt. Und, Bisher scheint das regentlich zu sein. Das ist cool, oder? Oh nee! Scheiße! Ja? Unsere Nudeln! Oh, ist das ein herrliches Bild! Ein Kunstwerk! Oh nee! Oh nee! Das ist wieder ich live.
Oh, hier, guck mal. Ja, einfach hoch. Langsam Blase gekurbelt. Das heißt, Helmut macht jetzt Nudeln rein. Die Nudeln sind drin. Jetzt warten, bis weich kommt. So, die Nudeln, die werden immer weicher und weicher. Die werden hier ringwürmerförmiger. Sind durch. Die Nudeln sind durch. Die sind genauso durch wie mein Kopf. Mhm. es ist Flüssigkeit. Es spritzt rum. Ja, das sieht richtig cool aus. Ach ja, da ist ein bisschen Salz drin. So, Fressen ist fertig. Hier Gehirngulasch mit Spaghetti. Prüfen, wie viel Geschmack das hat. Ach so, es ist genau. Ich wollte mich gerade filmen. Geiles Fressen. Nicht mehr Nudeln wie Gulasch. Ja. Gulasch. Nicht mehr Nudeln wie Gehirn ist das. Helmut fresst noch. Genau. Und ich habe das leer gemacht. Und ich würde sagen, hat cool geschmeckt. Dieser Gehirngulasch mit Spaghetti dran. Die dann irgendwann aussahen wie irgendwelche wie Würmer. Kinder, Würmer. Wir haben gut gefräst hier drin und es regnet immer weiter. Und weil wir mit Fressen zu Ende waren. Reingelaufen ohne Maske. Hier. Genau. Sachen hier reinstellen. Wir werden hier pennen. In dieser Knorrhütte. Also hier Helmut, der nimmt, der holt noch alles Mögliche raus von diesem Tarp-Unterstand und der bleibt dann bis morgen früh stehen. Extra als Experiment, ob mein Tarp diesen Regen hier aushält, die hier die ganze Nacht durchgeht. Ob das dann innen drin nass wird und so weiter. Ja. Prüfen, ob das funktioniert. Ich bin sehr gespannt drauf. Das wäre voll cool, wenn das funktionieren würde. meine Linse ist dreckig. Nass und sowas. Furcht. Jetzt sieht man das so ein bisschen. Guck mal, wie viele Schmiersachen wir hier reingezimmert haben. Nasse Schmier. Ja, von diesen, wie heißt das nochmal? Von meinem Tarp raus und so. Das liegt hier jetzt rum. Das müssen wir jetzt alles logisch packen. Ja, und transportieren. So, wir sind jetzt hier in dieser Knorrhütte drin. Und wir pennen eine Runde und hier in diesem Lagerraum, da sind noch mehr Leute. Von daher würde ich sagen, gute Nacht bis morgen. Straßenschuhe von Victori! Prüfen, ob ob später Fußschmerzen kommt, wegen dieser Victori-Schuhe.